Da habe ich unterschrieben, da an dem Turm da oben im Gebälk, da habe ich unterschrieben für das Konzept hier. Oh, entschuldigen Sie. Da habe ich unterschrieben für das Konzept der Systems, gell? Und genauso habe ich in der Nürnberger Burg unterschrieben. So, also habt ihr das verstanden? Ich war da Gunger in einem anderen Leben und da habe ich ja oben im Gebälk unterschrieben für das System. Ich bin dafür, fühle ich mich ein bisschen verantwortlich. Genauso wie geheime Vorgänge rund um die Ordenskirche in meine Heimat mich zur Verantwortung ziehen gerne, habe ich dann in Nürnberg auch im Dachstuhl unterschrieben, in der Kaiserburg zu Nürnberg. Und jetzt gehe ich die Treppen hoch, mache die 54. Gottesbodenbestätigung für die Ordnung A auf uiiu3.cracker.info. uiiu3.cracker.info. Bis gleich. Da war's. Und da sehe ich dann durch die Augen eines anderen Wesen, wie hier verschiedene Andreasen eintreffen und sagen, wir müssen den Boden zusammenhalten, während der Überfall von den weißen Wolken war. Das waren dann so 300 bis 500 Besucher und ich bin jetzt zum 54. Mal da. Das steht auf ProSETH Cracker Info. ProSETH.cracker.info. Und da war Luzifer Gott. Genau da, wo wir jetzt hingehen, zeige ich euch noch das Kreidezeichen, weswegen ich überbrückt wurde zu einem großen Wesen in der Luft. Und immer hier bin ich mir Gottes Bewusstsein gewahr. Na? Immer hier weiß ich, er hat existiert. Und das war das Kreidezeichen. Nachdem haben sie mich überbrückt zu ihm. Und jetzt sage ich wieder, Gottes Boden bestätigt. Zur Linken, zur Rechten und in die Mitte. Hier war Luzifer Gott. Hab viel Freude. Hier nennt sich das Schloss Berglein der Ort. Hier ist der Platz zu unserer lieben Frau wegen dem Schild. Hier ist der Harmoniehof. Unweit ist eine Gruft, deswegen sage ich nicht oft. Also Touristen brauchen wir nicht, aber die Andreasen, wie der Großvater 1, 2, wie der Enkel und wie die Mutter, hier stehen wir ein für die A, für die Ordnung A, die United Interland, Interland United, für die NET, für die Alternative, wie Ergänzung eigentlich mehr zur Republik, der BER. Und das steht auf uiiu3cracker.info, uiiu3.cracker.info. Bis dann, gehabt euch wohl. Das war die, glaube ich, 54. Gottesbodenbestätigung. Bis dahin. Jetzt habe ich halt nichts mehr zu verschenken. Jetzt gehen wir davor. Das ist mein selbstgemachter Pro-Pirat-Taler. Da, den weihen wir jetzt im Herkulesbrunnen, was hältst du davon? Ich war jetzt beim Spaziergang, habe 10 Visitenkarten verschenkt, plus 6 Gravurscheiben mit dem Motiv Franken. Mit dem fränkischen Motiv, gell? Erster FCN war drauf gestanden. So, jetzt beim Neptunbrunnen. Und jetzt weihen wir diesen Taler. Hä? Geweiht mit dem Neptunbrunnen seinem Wasser.
Jawohl. Das legen wir da her. Das legen wir da her. Wir sagen pro Piratenpartei. Für immer ausgelegt, ja, am Markt um ca. 9. Ja, für die Piratenpartei. Da ist die schwarze Piratenfahne drauf. Ne? So, also ich wünsche euch viel Glück. Ich habe jetzt nichts genommen dafür, aber ich weiß immer, Assortiment in der Hosentasche beiführen, dass ich auf Deutsch verkaufe für einen Zehner eine Gravurscheibe und da habe ich dann immer 5 bis 10 einstecken, würde ich sagen. Na, und dann Wanderstab für einen 100er bereitstellen und dann habe ich schon Assortiment. Als Buchstabenkollege 1a sage ich bis dann, wunderbar. Triank.klecker.info. Triank.klecker.info. Hier ist es im Angedenk an den Nationalsozialismus, die Opfer angedacht. Da sind wir noch. Das ist also die evangelische Kirche, genau. Neben der Schlosskirche, die ist katholisch und da ist der Brunnen mit dem Obelisk. Und jetzt gehe ich da ein bisschen weiter und schaue, was da noch Schönes zu finden ist. Bis dann. Oh, ich kann mich erinnern, da hat mein Vater und ich zuerst gewohnt. Und da, das ist jetzt halt die Friedrichstraße, einmal. Und da hat mein Vater gewohnt mit mir. Und das hat dann gekauft ein reicher Mann. Ein reicher Mann hat das gekauft. Und da schauen wir, wie schön die das jetzt da präsentieren. Und der Ausgang ist hier in die Richtung, hinauswärts aus dem System, glaube ich, wieder, das zu wissen. Das ist wieder Backbone. Das wissen manche nicht. Da ist die Amtspfarrei, da ist das Kirchensteueramt da drin. Und das sind praktisch die weggehenden Stäbe auf der Pyramide. Und das sieht man am Stadtkern, das Dreieck eingepflegt in der Stadt Bayreuth. Ja? Und diese Straße ist wie die weggehenden Stäbe. Die zweite ist, geht raus Richtung Altstadt. Und jetzt laufe ich hier, was mir alles auffällt. Bis dann. Oh, das war der Versammlungsraum. Das ist die Stadthalle Bayreuth. Na? Und da, das ist das Veterinärsamt. Da haben wir die Leute auch schon mal zum Röntgen geschickt oder so. Und das ist der Jean-Paul. Das hat errichtet König Ludwig von Bayern, Herzog von Franken, in dem Jahr 1Kommt in Spaß, machen wir uns. Da, das könnt ihr mal übersetzen. Da unten ist. Und wie ich den Jean-Paul kenne, hat er immer einen Stift in der Hand. Normalerweise hat er den, ja genau, Jean-Paul, wie er lebt und lebt. Na? Okay, also bis dann. Da ist jetzt das Amtsgericht, und zwar die Verwaltung. Dort zwei Gebäude, nochmal Gericht. Und das Einzige, wo noch Maßgabe hat, ist das Verwaltungsgericht, so richtig. Und da vorne ist nochmal Gerichtsgebäude. Da war auch schon was. Und über die Kreuzung drüber ist auch noch mal Amtsgericht gewesen. Oder Bayreuther Gericht. Okay. Also bis gleich. Ich sage euch doch immer, ich kann mich an verschiedene Inkarnationen erinnern. Na? Verschiedene. Jetzt ist es Mannsbräu. Jetzt ratet, was da entstanden ist in Mannsbräu.
die ersten Henkel. Die ersten Henkel für Becher sind in dieser Wirtschaft mir vorgestellt worden. Im Mannsbräu. Die Geburtsstätte der Henkel. Und dann kam es zu Enkel. Stell dir vor. Weil der Henkel, wenn du so fasst, das Bier, das hält es länger aus als das Umgreifen vom Becher, wo die Enkel sich freuen, dass der Großvater noch länger lebt. Und das ist Mannsbräu, ist die Geburtsstätte des Henkels. In der Friedrichstraße, wobei ich hier mein Stammhaus hatte mit dem Klaus Dieter. War alles noch schwarz-weiß. Ja, und jetzt ist hier Gericht, da in der Straße, wo ich zeigte, und hier. Aber die sind immer so maßgeblich, weil die so knallhart sind. Na? Bis dann. Und da, Verehrteste, gleich nebendran, ist er Inderin, wie die Welt vergehen wollte. Aus Indien Kummer. Und das ist der Betreiber, sei Frau. Dem Betreiber sei Frau. Die ist direkt aus Indien Kummer. Den Inder kenne ich selber noch rennend. Da haben wir halt erhalten, was ging. Und er ist jetzt heimgekehrt sozusagen nach Bayreuth für uns, um das länger zu tragen. Da da unten haben wir dann so ein Wesen erspürt, unten im Siphon, ganz weit unten ist er wie eine Spinne gewesen, die wollte die Welt wegmachen. Gell? Da ist jetzt drauf rumgetrampelt. Und die Internet, ja, die hat hier einiges aufgefangen da und repariert. Und da war ich jahrelang als junger Kerl, habe ich da gearbeitet. Ja. Wahnsinn, wie klein die Welt ist. Ja. Naja, die Familie, die bei mir im Haus wohnt, die kommt ja von der Oder. Da war Bayreuth so melancholisiert, dass wir fast die Welt nicht mehr lange ertragen haben. Was haben wir gemacht? Wir haben den Herrn Oder von der Oder jetzt bei uns. Und jetzt schauen wir, dass es eine schöne Zeit wird. Ich habe 500 Holzgravurscheiben verschenkt, 60 Wanderstäbe, steht auf holzwalle.grecker.info, holzwalle.grecker.info. Und ich lebe deswegen noch. Ja. Und jetzt schauen wir, wie lang es währt. Das Dreieck ist in die Ewigkeit geschoben worden. Böse weiße Wolken sind vertrieben worden. Von wegen der Erdauflösung. Die Erdauflösung kommt nicht, dieser Planet besteht. Ja? Es wird weitergehen. Gehabt euch wohl! Das ist eine der besten Bäckereien, die ich kenne. Konrad Lang. Wie das System fertig gebaut worden ist, gab es noch den Lang und den Groß. Der Lang und der Groß, und das muss genügen, Leute. Das muss genügen. Der Herr Lang und der Herr Groß. Und dann haben wir einen Lang Lang. Und dann haben wir die Great noch dazu gekriegt. Und wenn ich einen Laden empfehlen möchte, dann den hier. Schau schon allein wegen der schönen Fassade. Wegen der schönen Aufmachung. Wenn er irgendwo mal einkehren geht, vielleicht ist es hier bei Café Roland, hä, Lang, möchte ich mal empfehlen, ich gehe jetzt durch die Ermitage. Grüßt mir die Verwandten in der Ermitage. So, da war die Gräfin Wilhelmine, wenn mich nicht alles täuscht, die Schwester vom alten Fritz. Da haben sie die Fenster zugemacht und da haben sie mich beim Sicherheitsdienst war ich da drinnen. Und da hat sich dann begeben,
dass die Zugangskontrolle sich wie aufbog und ich durfte in das Bad hinein. Das Bad ist hier irgendwo drin und da durfte ich dann auf den schwarz-weißen Kachelbogen, der schwarz-weiße Kachelboden im Badezimmer mit dem Bad. Jetzt fällt mir ein, siedenheiß, ich bin ja nicht so erfolgreich gewesen, das Leben ist ja egal, aber ich war eingeladen, dort ins Bad zu gehen. Nachdem ich das Bad angeschaut habe, war die Zugangskontrolle wieder zu. Und nicht aufzukriegen ohne Gewalt. Gell? Und wir haben jetzt die Hohenzollern da ein wenig zu helfen. Ne? Weil ich habe dann mich erinnert, ja und ach Gott, das ist ja den Hohenzollern ist ja Unterstützung zu geben. Ja, den Schwarz-Weißen auch, ne? Weil die so viel zu tun haben. Und da sind wir drin rumgelaufen als Sicherheitsdienst in dem Leben. Ja, war ganz interessant zum Teil. Bis dann. Ach, mach mal einen Schwenk. So. So, meine Frau wieder freuen. Der Blick auf dieses Rondell. Ja. Das Rondell da. Ja, und dahinter ganz klar ein Lustgarten. Na, was haben wir jetzt da mit dem Vogel? Auf der Brust wieder das Schwarz-Weiß. Ne? Genau wie es gehört, wie das Wappen vorbei Rauit auch ist. Ne? Deswegen dürfen wir uns das nicht nehmen lassen. Schwarz-Weiß, ja? Ich nehme halt gern Schwarz-Gelb. Bis dann. Oh, jetzt sind wir aus dem neuen Schloss in Bayreuth, schauen da auf den schönen Brunnen und die Oberfrankenregierung ist genau dahinter das Gebäude, Leute. Das ist die Oberfrankenregierung. Na, da schau sie mal, das ist doch was Feines. Und dieser Brunnen hier, sehr aussagekräftig. Mehr weiß ich auch nicht. Bis dann. Das ist wieder der Sternplatz. Das brauchen die mir eigentlich gar nicht mehr sagen. 1, 2, 3, 4, 5 Straßen. Wenn man hier eine Faust macht, kann man Gemeinschaft erwarten. Na, bis dann. Hier übrigens, hier, das ist das Viereck, was sie hier zeigen groß. Woanders ist das nicht so. Ja, das Quadrat. Das berührt mir wieder unsichtbar am Rücken. Das sind Geisteskranke noch unterwegs. Na? Brunnen hier ist von mir, den habe ich im Traum gebaut. Glaubst du oder glaubst du nicht? Ich habe dann da alleine nicht alles schaffen können. Und dann musste ich im Traum einen fragen und der wollte 10 Euro haben. Und hat es dann doch geschafft, mir geholfen. Wie es zusammengeht. Ich habe den mitgebaut im Traume. Gell? Mit meinem Werk.